Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Astrologie und Spiritualität. Mein Name ist Norbert Gieser, ich bin Astrologe und Autor in der Nähe von Kiel für die, die mich noch nicht kennen. Ja, in meinen täglichen Tageshoroskopen bespreche ich ja immer die aktuellen Konstellationen, die so in diesen Tagen aktuell sind. Und jetzt haben wir den folgenden Fall, dass der größte Planet unseres Sonnensystems, der Jupiter, dass der jetzt am 26. Mai, also am kommenden Sonntag von heute aus gerechnet, aus dem Stier ins Zeichen Zwillinge wechseln wird. Und das ist ja ein größeres Ereignis im Bereich der Astrologie. Und da möchte ich gerne ein bisschen was drüber erzählen. Denn das würde den Rahmen der Tageshoroskope sprengen, wenn ich dann auch den Jupiterwechsel da genauestens beschreiben würde. Ja, Jupiter ist ja der größte Planet, ein Gasriese in unserem Sonnensystem. Er hat die Masse gerade unterschritten, um selber zur Sonne werden zu können. Fühlt sich aber manchmal, und das wissen wir aus der Mythologie, fühlt sich Jupiter ja quasi auch wie so eine Art Sonne, wenn wir so das Verhalten von Zeus oder Jupiter betrachten, so in der Mythologie, was er da so alles veranstaltet hat. Und Jupiter hat auch etliche Monde, hat also auch quasi so ein eigenes kleines System und wie schon gesagt, ist ein Gasriese. Ja, und Jupiters Umlauf durch den Tierkreis, wenn wir ihn in der Astrologie einordnen, Jupiters Umlauf durch den Tierkreis dauert ziemlich genau 12 Jahre, was bedeutet, dass Jupiter auch ungefähr alle 12 Jahre auf den Platz im Geburtshoroskop zurückkehrt, wo er bei der Geburt gestanden hat, also mit 12, 24, 36, 48 und so weiter. Und das bedeutet auch, dass er ungefähr immer ein Jahr in einem Zeichen sich befindet, sodass wir im Grunde so von so einer Art Jupiter-Jahrgang sprechen können, wie man ja von Weinen auch vom bestimmten Jahrgang spricht, der, keine Ahnung, 88er-Jahrgang war besonders gut und der 2005er war nicht so gut, habe ich jetzt erfunden, die Zahlen. Ne? Und so kann man das bei Jupiter auch sagen. Ja, und aktuell, jetzt heute am 21. Mai nehme ich das Video auf, ist Jupiter noch im Stier und wird aber jetzt so bis zum Sonntag da die letzten Bogenminuten hinter sich bringen und dann ins Zeichen Zwillinge eintauchen. Ja, was bedeutet das für uns alle? Das bedeutet mehreres. Zum einen ist es so, aus klassischem Verständnis der Astrologie, da wurden ja den Planeten im Prinzip eigentlich nur bis Saturn, aber später hat man dann auch Uranus, Neptun und Pluto Zeichen zugewiesen, wurde jedem Planeten ein oder sogar zwei Zeichen zugewiesen und Jupiter herrschte eben im Zeichen Schütze und im Zeichen Fische. Ja, und die Zeichen, in denen er herrscht und die diesen Zeichen gegenüberliegen, also dem Schütze liegen ja die Zwillinge gegenüber und den Fischen die Jungfrau. In den Zeichen galt dann Jupiter als nicht so toll wirksam als im Fall. Das sind so klassische Deutungen und es macht in gewisser Weise bei Jupiter im Zwilling auch ein bisschen Sinn, das erkläre ich gleich, obwohl ich kein Freund bin von diesen klassischen Einordnungen, denn in der heutigen Zeit sehen wir ja auch die Bereiche in der Astrologie etwas differenzierter. Und jeder Planet hat ja eine bestimmte Bedeutung, hat eine bestimmte Wirkung, die er dann mit dem Zeichen in Übereinstimmung bringen muss, durch das er gerade läuft. Nicht? Und manchen Planeten, die fühlen sich halt in gewisser Weise in bestimmten Zeichen irgendwie wohler oder können ihre Wirkung doch besser entfalten und in anderen schlechter. Ja, und der Jupiter, der ja eigentlich zum Schützen gehört, der steht ja auch so für das höhere Wissen, für die Philosophie, für die Religion, für die Quintessenz des Wissens. Und der Zwilling ist ja eher derjenige, der dieses Faktenwissen zusammenträgt. Ne, daher beißt sich das schon so ein bisschen, nicht? Denn Jupiter im Zwilling wird versuchen,
viele Einzelinformationen zusammenzufassen, um dort so eine Art Metainformation rauszuholen. Das aber vertuscht oft oder übertüncht oft das, was eben durch die vielen Informationen gesagt wurde. Ne? Es vereinfacht das dann auch, es soll es auf eine höhere Ebene auch heben. Also von daher kann es gut sein, dass Jupiter sich im Zwilling so ein bisschen verzettelt oder dass wir uns auch in den Zwillingsangelegenheiten verzetteln. Denn eine Wirkung des Jupiter kann man auf jeden Fall zugrunde legen und das ist, dass er immer mehr bringt. Er ist ja der Planet des Wachstums und der Fülle. So, und Wachstum und Fülle finden wir nicht immer so toll. Also Gartenbesitzer finden das Wachstum von bestimmten Pflanzen, die man als Unkraut klassifiziert, nicht so toll. Oder das Wachstum der Mückenpopulation finden wir auch nicht so toll. Ne? Oder so. Das heißt also, mehr heißt nicht unbedingt besser. Und meine persönliche Erfahrung ist auch die, dass oftmals Jupiter-Transite, Überstellungen in unserem Horoskop, gerne mal überzogene Erwartungen nach sich ziehen. Ne, man, das große Glück, Wachstum, Fülle, Sinngebung. Ja, wenn jetzt Jupiter beispielsweise, habe ich vielleicht die Sonne im Zwilling, wenn jetzt Jupiter über meine Sonne läuft, habe ich da eine wunderbare Zeit und alles ist super. Kann sein, aber meine Erfahrung ist eben auch durch die vielen Gespräche mit Klienten, dass mir oft rückgemeldet wurde, ist es gar nicht so viel Dolles passiert. Während beispielsweise bei Saturn-Transiten oftmals die Dinge eine Form bekommen, ein Ergebnis bekommen, da kommt dann oft was raus. Und so ist das eben mit übersteigerten Erwartungen. Das zieht dann oftmals auch Enttäuschung nach sich oder auch so ein bisschen diese phlegmatische Haltung des, da ist ja Jupiter, jetzt muss ich ja nichts mehr tun, das Glück kommt ja von allein. Und in diesem Leben kommt ja selten Dinge von allein, gerade gute Dinge müssen wir uns oft holen. Nichtsdestotrotz gilt es natürlich trotzdem, dass Jupiter mehr Fülle bringt. Und die aufs Zeichen Zwillinge projiziert, haben damit zu tun, ich gucke hier mal ein bisschen nach links, hier habe ich so meine Daten auch, dass ich auch nichts vergesse. Ja, Expansion, Ausdehnung, Erweiterung des Jupiter. Jupiter und Saturn bilden ja auch als Paar so ein bisschen die Grenze zwischen persönlichen Planeten, also Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars, und überpersönlichen Planeten, also Uranus, Neptun, Pluto etc. Und sie sind so ein bisschen, stehen so dazwischen, so Plus und Minus, und stehen im Grunde auch nach dem Modell von Michael Roscher stehen sie, und das kann ich absolut bestätigen, stehen sie mehr auch für gesellschaftliche Prozesse. Und da der Zwilling auch der Handel ist, könnte man sich mit Jupiter im Zwilling vorstellen, dass zumindest der Handel und alles, was mit dem Handeln zu tun hat, auch innerhalb des nächsten Jahres einen ganz schönen Aufschwung nehmen wird. Jupiter wird übrigens bis zum 9. Juni 2025 in den Zwilling laufen und dann in den Krebs wechseln. Und dabei auch nicht hin und her wackeln, sondern er begibt sich in den Zwilling, bleibt das ganze Jahr in Zwilling und geht dann in den Krebs. Ja, was habe ich hier geschrieben? Mit einem Jahr mit Jupiter in den Zwilling können wir einen leichten Zugang zum Wissen erwarten. Neben dem Wissen können auch alle Bereiche der Kommunikation von Jupiter profitieren. Unser Potenzial zur Selbstdarstellung, der Zwilling ist ja auch der Selbstdarsteller, der mit Mimik und Gestik versucht, das, was er sagen möchte, was er anderen mitteilen möchte, zu verdeutlichen auch. Also auch Selbstdarstellung, kleinere Reisen, Kontakte zu Nachbarn und Geschwistern sind auch so typische Zuordnung zu den Zwillingen. Es wird unruhiger werden, dazu sage ich gleich noch mehr. Genau, es wird unruhiger werden, weil natürlich der Zwilling ist ein Luftzeichen und logischerweise ist die Luft unruhiger, beweglicher, veränderlicher, als es die Erde zum Beispiel ist. Und wir haben ja auch den Wechsel des Pluto in den Wassermann. Ja, Pluto wird in diesem Jahr nochmal für einige Wochen von September bis November zurück in den Steinbock kehren, aber dann
ab 19. November im Wassermann sein. Das heißt, hier ist dann eine Trigonalbeziehung, also eine gute Beziehung zwischen Jupiter und Pluto in den Luftzeichen. Und Jupiter-Pluto könnte man auch so diesen Wunsch nach der letzten Erklärung, nach dem Wissen hinter dem Wissen. Ne? Also, was ist Gott? Wie entstand das Universum? Was war vor dem Urknall? Wer bin ich wirklich? Also solche grundsätzlichen philosophischen und auch existenziellen Fragen, die könnten damit aufgerufen werden. Aber Pluto im Wassermann, Jupiter in den Zwillingen. Wir sind ja seit 2020 aus der 200-jährigen Erdepoche bereits in die 200-jährige Luftepoche gewechselt. Ne, viele sprechen auch davon, dass wir schon im Bereich des Wassermann-Zeitalters sind, Age of Aquarius, was ja auch Wassermann ja auch ein Luftzeichen ist. Ne, im nächsten Jahr wird auch Uranus schon mal in die Zwillinge wechseln, da kommt noch mehr Luftenergie dazu. Also Luft ist eben das beweglichste und schnellste aller vier Elemente. Das heißt, wir müssen uns weiterhin, und das wird durch Jupiter im Zwilling nochmal verstärkt werden, auf starke Veränderungen einstellen. Ne, kaum haben wir uns an was gewöhnt, kommt schon wieder was Neues. Und ich glaube ja auch, dass diese Veränderungen, und ich habe es oft schon gesagt, auch sehr stark auch auf technischem Gebiet sein werden, durch viele technische Innovationen. Und das, was im Moment am plakativsten sicherlich ist, ist die KI, die künstliche Intelligenz, die sich schon in ganz vielen Bereichen findet. Das ist nicht etwas Neues, wie ein neues Produkt im Supermarkt, was man noch nie gesehen hat. Oh, das muss ich mal ausprobieren. Sondern die KI ist schon seit Jahren überall drin, aber jetzt wird es immer deutlicher und sie lernt dazu und sie wird immer mehr Bereiche unseres Lebens beeinflussen, ob wir das gut oder schlecht finden. Und es ist nun mal so in den Luftzeichen, also im Zwilling, in der Waage und im Wassermann, in den Luftzeichen ist die grundsätzliche Struktur unseres Lebens, unseres Universums, die auf einer grundsätzlichen Polarität beruht, in der Manifestation, im Quantenfeld, im Unmanifestierten, im Nirvana nicht, aber wenn es sozusagen in Erscheinung tritt, dann tritt es im Grunde in der Polarität in Erscheinung, Plus und Minus, Yin und Yang, männlich und weiblich, klein und groß, etc. etc. Und diese Polaritäten sind besonders deutlich in den Luftzeichen, weil es so schnell hin und her wechselt, am schnellsten sicherlich im Wassermann, der ja auch so eine gewisse Wechselspannung hat, aber auch im Zwilling natürlich. Von daher kann mit Jupiter oder anderen Planeten im Zwilling, und das werden wir dann auch in den nächsten Jahren mit Uranus im Zwilling erleben, kann man nicht mehr davon ausgehen, dass es nur eine Seite geben wird, also dass alles entweder nur gut oder nur schlecht ist, sondern es wird schnell hin und her wechseln und beide Seiten werden aufleuchten. Der Zwilling ist hier im Tierkreis, wenn wir mit dem Widder beginnen, das erste Luftzeichen. Das heißt, der Zwilling begreift überhaupt erstmal, versteht, erfährt, erforscht überhaupt erstmal die Polaritäten. Er beobachtet wie ein Kleinkind erstmal, oh, leicht, schwer, groß, klein, hell, dunkel und sieht so diese Unterschiede, diese Polaritäten. Und das bedeutet auch mit Jupiter im Zwilling, dass ich auch gute und schlechte Nachrichten, positive und negative Emotionen unglaublich schnell abwechseln können, was es für unseren Geist und unseren Verstand schwer macht, das alles in Ordnung zu halten, richtig einzuordnen. So, und das bedeutet auch, dass bei neuen Themen wie gesellschaftliche Veränderungen, technische Veränderungen, jetzt wie die KI, dass es ganz schwer ist, jetzt das nur Plus oder Minus zu sehen, sondern es werden immer Plus und Minus gleichzeitig da sein. Und es liegt letztlich an uns, ob wir, wie ein Großteil der Masse, sagt, das ist mir alles zu anstrengend, ich habe hier meine Meinung, ich finde KI doof oder ich finde Astrologie blöd oder ich finde Windkrafträder scheiße oder ich finde E-Autos bescheuert oder keine Ahnung, ich finde die AfD doof oder ich finde die Grünen doof. Also diese Pauschalurteile passen einfach nicht mehr in unsere Zeit. Und wer sich weiterhin auf der Ebene bewegt, der gehört auch zu den Ewiggestrigen, egal welche Meinung er nun hat, sondern was von uns gefordert ist, ist eine geistig differenziertere Haltung zu denen. Natürlich können wir beispielsweise die Politik oder bestimmte
Aspekte der Politik von CDU oder Grünen oder AfD können wir nicht richtig finden, aber das pauschal zu verurteilen und zu sagen, jetzt alles, was die Grünen machen und jeder, der damit zu tun hat, ist blöd oder alle Auswirkungen der KI sind doof oder machen mir nur Angst, ne, damit im Grunde verabschieden wir uns aus dem mentalen Prozess, der ja jetzt hier mit Pluto, Wassermann, Jupiter, Zwillinge und Uranus dann auch später in den Zwillingen massiv ansteigen wird. Das heißt, es muss uns, bevor wir überhaupt mit etwas in Berührung kommen, bevor wir überhaupt ein Urteil fällen, sollte uns bewusst sein, dass es immer beide Seiten gibt und dass wir aufgrund unserer Prägung und unseren geprägten Emotionen halt zu einer Seite neigen. Ne? Der eine Mensch findet irgendwie heißes Wetter besser, der andere kann es überhaupt nicht ab, findet es kühleres Wetter besser. Ist das eine oder andere nun wirklich schlechter oder besser? Nein, es ist eine persönliche, der eine mag lieber Nudeln, der andere mag lieber Kartoffeln, so what? Ne? Und das gilt es mit Jupiter zu lernen, nämlich die dahinterliegende Einheit hinter den Polaritäten zu sehen. Denn letztlich gehören Yin und Yang ja zusammen, wie es ja oft auf diesen Bildern dargestellt wird. Gut, was wird jetzt in diesem Jahr mit Jupiter im Zwilling passieren, beziehungsweise mit welchem Planeten tritt er in Kontakt? So, und da ist vor allem wichtig, finde ich zumindest, am wichtigsten finde ich, dass Jupiter und Saturn, solange Jupiter im Zwilling ist, werden Jupiter und Saturn zweimal im Quadrat zueinander stehen. Woran liegt es technisch? Technisch liegt es daran, dass Saturn sich in den Fischen befindet und Jupiter im Zwilling und Zwillinge und Fische sind im Tierkreis, stehen im Quadrat zueinander. Das bedeutet, nachdem Jupiter eine gewisse Strecke zurückgelegt hat, wird er hier um den 22. August, kommt es dann zum Quadrat des des direkt laufenden Jupiter und des zu der Zeit schon rückläufigen Saturn. Und dann kommt es das zweite Mal zu einem Quadrat ungefähr ja, zur Jahreswende zu 2025 mit dem dann rückläufigen Jupiter und dem direktläufigen Saturn. Beide werden sich dann nochmal treffen, ein drittes Mal treffen. Das wird dann im Juni 2025 sein, aber da ist dann Jupiter schon im Krebs und Saturn schon im Widder. Also, das bedeutet, über das ganze Jahr hinweg also befinden sich Jupiter und Saturn zumindest tendenziell im Quadrat zueinander. Mit den Höhepunkten, wie eben beschrieben, hier um den 22. August und zur Jahreswende. Was bedeutet das? Was muss ich ja wegnehmen? Genau. Was bedeutet es? Ne? Wir haben hier Zwillinge und wir haben hier Fische, ne? Und hier Jupiter, Saturn, Quadrat. Ja, Jupiter und Saturn, sagte ich ja schon, sind die gesellschaftlichen Planeten. Ne? Jupiter steht für Wachstum und manchmal auch unrealistische Erwartungen oder ne, da was weiß ich, irgendwie, dann sagt einer, oh, wir haben ja den ersten Durchbruch bei der Kernfusion geschafft, es sind aber noch 10, 20, 30 Jahre der angewandten Forschung nötig, bis das überhaupt irgendwie ans Netz gehen kann, aber, oh, irgendwie neue Energie durch Kernfusion. Ne? Also, während Saturn eher so dieses stabilisierende Element ist, aber eher auch so ein bisschen konservativ, so dieses irgendwie, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So irgendwie wollen wir das wirklich schon. Ne? Und man kann dann auch immer bei den unterschiedlichen Nationalitäten zu bestimmten Zeiten auch immer so ein bisschen sehen, gesellschaftlich. Ist das Volk, ist die Gesellschaft mehr jetzt in so einem Saturn-Modus oder mehr so in so einem Jupiter-Modus? Und wir Deutschen, so kommt es mir zumindest vor, sind meistens eher in so einem Saturn-Modus. Oh, das Neue lieber nicht, lass es die anderen lieber machen. Ja, aber manchmal haben wir dann auch natürlich den Jupiter-Modus. Und das bedeutet, wenn die beiden im Konflikt zueinander stehen, dann kann das eben auch zu einer Wirtschaftskrise führen. Also ein nicht vorhandenes Wirtschaftswachstum oder sogar ein rückläufiges Wirtschaftswachstum, obwohl ich ja schon sagte, dass Jupiter in dem Zwilling hier eigentlich den Handel fördert.
Aber mit dem Quadrat zu Saturn in den Fischen kann es natürlich zu starken Abgrenzungen kommen. Ne, beispielsweise haben die USA hier jetzt gerade die Zölle auf bestimmte Erzeugnisse in China massiv erhöht. Ne, also es ist hier so eine gewisse, nach vielen Jahren der Globalisierung ist ja jetzt so ein bisschen wieder so eine stärkere Abgrenzung zu spüren. So jedes Land versucht, so ihre eigene Industrie zu stärken. Ne? America for the Americans. Ne, und Deutschland für die Deutschen und so eine Sachen hört man ja häufig. Und das ist natürlich nicht gut für den Welthandel und damit natürlich auch nicht gut für die Wohlfahrt der einzelnen Länder, die ja durch den Handel eigentlich auch sehr stark entsteht. So, es kann also durchaus hier zu wirtschaftlichen Problemen führen, es sei denn, es gelingt uns hier konservative, vorausschauende Planung mit Optimismus und Unternehmergeist zu verbinden. Und darum ringt ja die Politik, darum ringt ja auch die Gesellschaft. Das bedeutet für uns aber auch mal ein bisschen weg von der Wirtschaft, bedeutet auch, dass wir in diesem Jahr im Grunde für uns schauen müssen, abhängig natürlich von unserem Horoskop, von welchen Dingen möchten wir in unserem Leben gerne mehr haben, Jupiter, und von welchen Dingen würden wir gerne weniger haben, Saturn. Ne, dass es klar ist, dass wir alle sagen, weniger Schmerzen und mehr Freude, ist klar, aber ein bisschen differenzierter. Sozusagen, ne? Nehmen wir das Thema Verantwortung, das ist ja zum Beispiel ein Saturn-Thema. Bin ich bereit oder möchte ich vielleicht mehr Verantwortung tragen? Oder habe ich schon lange Verantwortung getragen, möchte lieber ein bisschen weniger Verantwortung auf meinen Schultern haben? Oder nehmen wir Jupiter, höheres Wissen. Ne? Möchte ich gerne irgendwie mich darum kümmern, mehr Wissen zu haben, mehr philosophisch unterwegs zu sein? Oder möchte ich mich mehr auf meinen Alltag konzentrieren? Ne? Also weniger und mehr und weniger. Das können wir für uns, müssen wir für uns jeweils rausfinden. Ja, der Eintritt des Jupiter in den Zwilling wird ja hier begleitet von in den nächsten Tagen von einigen interessanten Aspekten. Ne? Also am 20. Mai, also am Pfingstmontag, ist ja die Sonne wie jedes Jahr ungefähr um die Zeit in die Zwillinge gewandert. So am Donnerstag, vergangenen also jetzt auch zukünftigen Donnerstag, also am 23. kam es hier zur Venus-Jupiter-Konjunktion. Im Stier und gleichzeitig dann an dem gleichen Tag der Wechsel der Venus in die Zwillinge und am Donnerstag, den 23. auch der Vollmond, der dann der Vollmond, das muss natürlich 24 heißen. Ne, der Vollmond, den wir hier sehen am 23. Mai mit dem Mond im Schützen, also der Mond im Jupiterzeichen und mit Jupiter hier 29, 27, 33 Bogenminuten vom Eintritt in die Zwillinge, mit der Venus, die dann zum Vollmond genau auf dem Jupiter steht. Kleines und großes Glück in der Vereinigung, kurz vor ihrem Übergang in die Zwillinge. Das spricht doch eigentlich für einen sehr positiven Beginn auch dieser Jupiter-Zwillinge-Zeit. Und wenn wir uns das Horoskop auf Berlin berechnet haben, Zeit aus der Ephemeride, dann sehen wir hier auch einen Wassermann-Aszendenten, der hier nochmal die Luftqualität ganz stark unterschreibt. Aber auch hier einen Mond im Steinbock für Deutschland, ne, was wiederum diesen Saturn-Charakter gerade auch im Emotionalen betont. Interessant ist, dass ja auch Neptun wird ja auch in den nächsten Jahren das Zeichen wechseln, also aus den Fischen in den Widder wechseln. Und Neptun steht hier im Moment im letzten Grad der Fische. Und das bedeutet, dass Jupiter hier im letzten Grad des Stiers vor seinem Eintritt in die Zwillinge hier über einige Wochen so ein harmonisches Sextil zu Neptun gemacht hat.
Also eine Verbindung zwischen Neptun und Jupiter. Das heißt, Jupiter geht dann auch ein bisschen gefüllt mit Neptun-Energie in den Zwilling. Also ist auch sehr viel spirituelle Energie da. Denn wie ich schon sagte, Jupiter steht ja in seinem höheren Sinn, steht er ja analog zum Orakel von Delphi, Mensch, erkenne dich selbst für Selbsterkenntnis. Das heißt, Philosophie, höheres Wissen, Religion. Und all das sind eigentlich nur hinführende Hilfsmittel, um herauszufinden, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens. Und der Sinn meines Lebens ist ja abhängig davon, wer bin ich eigentlich wirklich und was ist eigentlich Realität. Und Fragen wie, gibt es einen Sinn außerhalb von mir, den ich sozusagen finden kann irgendwo, oder ist mein Sinn meines Lebens schon in mir angelegt und es gilt im Grunde, all das, was den verbirgt, aus dem Weg zu räumen und ihn dann zu finden. Das ist also auch noch ein schöner Aspekt. Also hier Merkur noch im Stier, Mond im Steinbock, hier ist auch noch Erdenergie in diesem Wechselhoroskop zu finden für Berlin. Aber ansonsten schon eine schöne Konstellation hier mit sehr viel grünen harmonischen Linien. Ja. Wie es bei uns im persönlichen Horoskop wirkt, hängt natürlich davon ab, wie unser persönliches Horoskop aussieht, ne? Also haben wir beispielsweise Planeten im Zwilling, wo dann der Jupiter direkt drüber läuft, haben wir Planeten oder wichtige Konstellationen im Schützen, wo der Jupiter dann die Opposition macht, oder in der Jungfrau oder in den Fischen, wo er im Quadrat steht, auch ein Quadrat des Jupiter, beispielsweise aus dem Zwilling zur Jungfrau oder Fischeplaneten, kann durchaus auch Möglichkeiten zum Wachstum, zur Fülle und zum Glück bedeuten. Da müssen wir nur manchmal die Dinge so ein bisschen anders zurechtordnen oder erstmal manchmal manche Hindernisse oder Schwierigkeiten beseitigen. Ne? Oder eben die Trigonal, also die harmonische Beziehung zu den Luftzeichen, hier zur Waage und zum Wassermann. Ne? Also wenn wir dort Faktoren haben, dann wird der Jupiter-Transit durch den Zwilling diese stark beeinflussen. Ne, und dann gibt es diese Wechselbeziehung des Quinkungsaspektes, ne, aus dem Zwilling zum Skorpion und zum Steinbock. Ne, das sind natürlich für diesen leichten, aufgeschlossenen, positiven Zwillinge, ist natürlich die Tiefe und die Tiefe des Skorpions und die Ernsthaftigkeit des Steinbocks eher natürlich, wie soll ich mal sagen, gegensätzliche Energien, an denen er aber sehr reifen kann, wo eine starke Wechselwirkung entstehen kann. Also auch hier Jupiter zum Skorpion und Jupiter zum Steinbock, das können schon starke Wechselwirkungen sein. Und ähnliches gilt für die nebeneinander liegenden Zeichen, die auch immer sehr unterschiedlich sind, also zum vergangenen Aufenthalt im Stier und zum zukünftigen Aufenthalt im Krebs. Ja, die Krebse können sich ja schon freuen, wenn man so will, weil der Jupiter wird ja dann schon im nächsten Jahr, wie ich sagte, am 9. Juni ins Zeichen Krebs wechseln. Entscheidender ist natürlich bei solch langsam laufenden Planeten ja oftmals die Hausposition. Ne? Wenn wir gleich große Häuser annehmen, was in diesem Horoskop nicht gegeben ist, wir sehen hier ein sehr großes erstes Haus. So, dann können wir ungefähr davon ausgehen, also wenn die Häuser gleich groß sind oder wir ohnehin in unserem Horoskop gleich große Häuser wie die Äquanhäuser nutzen, können wir davon ausgehen, dass Jupiter ungefähr ein Jahr in einem Haus ist und in dieses Haus dann auch Wachstum bringen wird, die Möglichkeit zum Wachstum. Und es ist ja in diesem Leben immer das Tragische, das Schwierige Erfahrungen, aus denen wir lernen sollen, die kommen sowieso. Ne? Aber positive Erfahrungen, die können auch einfach an uns so vorbeigehen, ne, wie ein schöner Frühlingstag, den wir einfach nicht nutzen, ne, während irgendwie ein Unwetter wir sicherlich merken. Und das gilt eben dann auch, das Potenzial, also die Möglichkeiten zum Wachstum, zur Fülle in dem dementsprechenden Haus für uns zu nützen. Ne, also wenn wir beispielsweise Zwilling-Aszendent sind, dann wird der Jupiter ja innerhalb seines Transits durch die Zwillinge über den Aszendenten in unser erstes Haus wechseln, ne, dann liegen die Möglichkeiten in unserer Persönlichkeitsentwicklung, dann sollten wir uns wirklich um uns kümmern. Ne, wenn Jupiter durchs zweite Haus läuft, was ja sehr viel mit Selbstwert zu tun hat, dann gibt es höchstwahrscheinlich auch gute Möglichkeiten, Geld zu verdienen oder zu mehr Reichtum oder Fülle zu gelangen, auch auf der materiellen Ebene. Letztlich geht es aber vor allem um das Selbstbewusstsein und den Selbstwert, den wir mit Jupiter dann einfacher als sonst stärken können.
Im dritten Haus, was ja analog ist, den Zwillingen ist, im dritten Haus geht es um Kommunikation und Unterscheidungsfähigkeit. Das ist ohnehin das wichtigste Element bei Jupiter in den Zwillingen oder bei den Zwillingen, nämlich, wie ich heute Morgen im Tageshoroskop sagte, das Unterscheidungsvermögen. Wir Menschen, wir sind zwar auch durch unsere Emotionen, durch unsere Triebe, durch unsere Instinkte getrieben, aber nicht wie die Tiere, die ja gar nicht aus ihrem Instinktverhalten rauskommen können, können wir Menschen halt unterscheiden lernen. Wir können sagen, ja, es treibt mich dazu, diese schädlichen Nahrungsmittel einzukaufen oder sehr viel Drogen zu nehmen oder andere Menschen schlecht zu behandeln. Aber ich lerne, dass das nicht gut ist, dass ich im Grunde unterscheiden sollte, ist das, was ich denke, rede und handle, ist das positiv, heilsam für mich und andere oder ist es unheilsam für mich und andere oder für mich und andere. Und dann kann ich selbst entscheiden, beziehungsweise daran arbeiten, aufgrund dieser vorhandenen Unterscheidungsfähigkeit, welchen Weg ich gehen will und damit auch welches Karma ich machen will und damit auch, wie ich mein weiteres Leben und auch das Leben nach dem Leben existenziell energetisch gestalten werde. So, und im dritten Haus, mit Jupiter im dritten Haus, gilt es eben wirklich dieses Unterscheidungsvermögen zu üben. Und da die Möglichkeit drin zu sehen. Im vierten Haus sicherlich ein guter Transit, eine großzügigere Wohnung oder so zu finden oder auch eine Immobilie zu kaufen. Vielleicht auch mögliche Schwierigkeiten im familiären Umfeld positiver zu gestalten. Also vielleicht selber auch derjenige zu sein, der hier wieder ein bisschen mehr Sinngebung und positive Energie reinbringt. Im fünften Haus das Haus der schöpferischen Gestaltungskraft, der Kreativität. Hier mit Jupiter natürlich die Möglichkeit, endlich mal mit unseren Bildern, mit unserer Musik, mit unserer Persönlichkeit nach vorne zu treten, ins Scheinwerferlicht zu treten, uns das zu trauen, uns zu zeigen. Und mit Jupiter gibt es dann eben auch eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch positive Reaktionen nach sich zieht. Im sechsten Haus, er hat ja mit Gesundheit, Krankheit zu tun, sollte man mit Jupiter eben nicht einfach so drüber hinweggehen, sondern sollte auch dort die Fülle suchen, und zwar die Fülle nicht in der Krankheit natürlich, sondern indem wir, sage ich mal, ohne große Not versuchen, uns hier heilsamer zu verhalten. Also ich kann ja auch mein Ernährungsverhalten verändern oder mehr Sport treiben oder Yoga machen, bevor ich krank werde oder es mir schlecht geht. Und das wäre mit Jupiter im sechsten Haus eine Möglichkeit, hier, bevor es irgendwie schlimmer wird, positive Impulse zu setzen. Auch im Bereich Arbeits-, Erwerbstätigkeit könnten sich hier gute Möglichkeiten ergeben. Ja, im siebten Haus, Partnerschaftshaus, Beziehungshaus, werden viele Leute, die Astrologie sich so ein bisschen oberflächlich angucken, glauben, dass jetzt irgendwie im Beziehungsbereich ihnen nur noch die Sonne ins Gesicht scheint. Es ist auch möglich, die Begegnungsbereitschaft ist erhöht. Das heißt, irgendwie, wir begegnen auch vielleicht mehr Menschen. So, aber auch die, wie ich vorhin sagte, die Erwartungshaltung und auch die Projektionsneigung ist erhöht. Nicht? Also manchmal, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es zu schön, um wahr zu sein. Und Jupiter kann manchmal bestimmten Menschen oder Ereignissen oder Dingen einen so hellen Glanz verleihen, dass wir glauben, dass dort mehr dran ist, als da drin ist. Also trotzdem saturnal gut prüfen. Jupiter im achten Haus, super interessante Konstellation. Das achte Haus ist ja die Tiefe, wo es auch darum geht, sage ich mal, den Schutt beiseite zu räumen in Form von Ängsten, Glaubenssätzen und Ähnlichem, die uns daran hindern, unser volles Potenzial zu leben. Hier ist mit Jupiter natürlich ein gewisser Schwung da, uns vielleicht auch zu trauen, an uns zu arbeiten, eine Therapie anzufangen oder Selbsterfahrung in dem Bereich zu machen oder auch mal die Grenze zwischen Leben und Tod, zumindest gedanklich, dort mal eine Abenteuerfahrt hinzumachen. Im neunten Haus, im Jupiterhaus ja auch, mit Jupiter im neunten Haus, natürlich fällt es uns dann leicht zu philosophieren oder über den Sinn des Lebens nachzudenken, größere Reisen, Schwung aufzunehmen, das ist alles einfach. Zehntes Haus, das Berufshaus. Klar, mit Jupiter im zehnten Haus werden sich berufliche Möglichkeiten ergeben, aber Vorsicht, ähnlich wie bei Beziehung, kann manchmal etwas
zu schön aussehen, als dass es nachher wahr ist. Also gut prüfen, auch wenn es gut möglich ist, dass tatsächlich manchmal auch wie von selbst bestimmte positive Dinge zu uns kommen. Es muss uns aber klar sein, dass nichts Zufall oder Glück ist im Leben, sondern auch die Leute, die dann in der Lotterie gewinnen, die haben das karmisch vorbereitet durch sehr viel Großzügigkeit und Gebefreudigkeit in vergangenen Leben. Und auch wenn Jupiter kommt und mal die Dinge uns zufallen, haben wir das trotzdem uns irgendwann mal erarbeitet. Nichtsdestotrotz sollten wir schon auch in unserer beruflichen Richtung, wenn Jupiter durchs 10. oder das 11. Haus läuft, sollten wir schon in unseren Beruf oder unsere Selbstständigkeit investieren. Auch im 11. Haus, Selbstständigkeit, Wünsche, Vorstellungen, Gruppen, Parteien. Vielleicht finden wir mit Jupiter im 11. Haus Menschen, die mehr zu uns passen auf der geistigen Ebene oder Leute, mit denen wir gemeinsam vielleicht gewisse Projekte angehen können, was uns alleine schwerfällt. Das wäre mit Jupiter leichter zu finden. Und im 12. Haus, das Haus der inneren Einkehr, der Mystik, der Meditation, der Spiritualität, da ist mit Jupiter natürlich eher die Innenschau angesagt, was Jupiter aber nicht so gefällt. Aber wenn wir uns darauf einlassen oder wenn wir sogar Jupiter selber in den Fischen oder in Kontakt mit Neptun oder im 12. Haus haben, dann kann es sein, dass wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir einen Weg zur Meditation, zur Innenschau, zur Mystik finden, dass dann Türen für uns aufgehen, von denen wir gar nicht gewusst haben, dass es sowas gibt. Das kann gut sein, dass dann Potenziale, die wir vielleicht auch in früheren Leben angelegt haben, sich dann für uns öffnen. Schneller Durchgang durch die Häuser. So, nun habe ich erstmal genug gesprochen über Jupiter in den Zwillingen. Ich hoffe, das war für euch interessant und informativ. Dieses Video ist ja mindestens ein Jahr gültig, bis Jupiter in den Krebs geht. Und dann kann ich es quasi in 12 Jahren oder 11 Jahren nochmal einstellen, wenn wir dann alle noch da sind. Ich wünsche uns allen irgendwie eine gute Zeit, einen tollen Jupiter-Eintritt, eine gute Phase mit Jupiter in den Zwillingen. Alles Liebe und Tschüss.